Herzlich willkommen bei den Fotokollegen bei der Bildbesprechung mit einer Einsendung von Dirk Glas. Dirk Glas. Genau. Vielen Dank dafür. Dirk Glas hat einen schönen Urlaub gehabt, offenbar. Frische Luft um die Nase, irgendwo an der See, bei Wind und Wetter. Das ist das, was wir zumindest hier auf dem Foto erstmal erkennen können. Wir haben einen sehr großen Himmelsbereich, einen sehr schmalen Landbereich im Vergleich, ungefähr ein Drittel, zwei Drittel. Zumindest auf der Seite. Zumindest auf der. Hier ist es ein bisschen weniger, weil es minimal schief ist. Genau. Wir haben auch eine Unterteilung der unteren Fläche in 50-50 Wasser und Sand, würde ich sagen. Genau, ja, richtig. Dann fällt auf, dass hier zwei Personen, ja, laufen die, stehen die. Ich glaube, die stehen im Moment. Die sind so ein bisschen angelehnt, ne? Es kommen von hier, laufen über diese gedachte Linie, die du mal bitte einzeichnest, bis hier hinten zu dem Punkt von den zwei Leuten, die schon etwas weiter gekommen sind. Ich mache das jetzt mal so. Ein schöner Ton zeigt an, das ist unsere Linie. Ja, ich glaube, Jean kriegt schon ein bisschen Ohrenschmerzen bei dem Ton. Der macht heute nämlich das Audio. Wir haben jetzt eine schöne gedachte Linie und wir sehen sie jetzt auch. Das ist so die Laufposition, die Laufrichtung. Steigende Diagonale eher mit positiven Werten versehen. Positives Aufsteigen, genau. Wir sehen noch im Himmel, je länger ich jetzt drauf gucke, ich habe hier so eine kreisrunde Wolke. Ja, die gibt es nur dort. Ja, eher so Sensorfleck. Ja, ist ein Sensorfleck. Wann heißt, kriegt man die? Ja, so Blende, je nach Kameragröße bzw. Sensorgröße zwischen Blende 8 und Blende 11 tauchen die auf und zeigen einem dann, dass die Kamera vielleicht irgendwann mal in die Sensorreinigung muss. Definitiv. Und wir haben natürlich auch den Hinweis einer sehr hohen Blende. Es ist von vorne bis hinten scharf. Ist natürlich ein bisschen weitwinklig auch, vermutlich aufgenommen. Aber hier würde ich mal schauen. Würdest du was schneiden? Wahrscheinlich hat sich das mit dem Sensorfleck sowieso bald erübrigt. Denn ja, ich würde was schneiden. Ich habe so ein bisschen das Problem, dass dieser Bildteil hier eigentlich zum Bildgeschehen nichts beiträgt, außer dass er anzeigt, wo das Pärchen möglicherweise hergekommen ist. Ja. Das heißt, wenn wir mal so eine Pappe nehmen, würde ich fast sagen, dass man das mal wieder, wie bei uns häufiger, zu so einer Art Quadrat. Das Quadrat haben wir bei uns sehr, sehr selten im Einsatz, aber hier macht es auf jeden Fall Sinn. Ja, genau. Ich glaube, so schneiden wir das mal. Ja, ich markiere das mal schnell. Mhm. Ungefähr hier einmal. Und hier einmal. Und dann geht es auch schon in den Schneidebereich. So, wir haben das Foto wieder aus dem Schneidebereich rausgehoben, von hier nach da. Und wenn du das links einmal abnimmst, sehen wir auch, dass die inhaltliche Aussage der Person, die im Bezug stehen, durch diese Linie, eigentlich nicht gelitten hat, sondern komprimiert worden. Genau. Sensorfleck ist weg. Wie praktisch. Und jetzt müssen wir natürlich zugeben, klar, wir mögen das Quadrat sehr. Vielleicht hast du nicht den Bilderrahmen dafür. Dann kann man auch mit ein bisschen Passepartout links und rechts arbeiten. Wir würden sagen, dass das angenehmer ist für die Bildaussage. Schreib uns doch mal gerne, was du davon hältst, ob du es nachvollziehen kannst. Und was halten die anderen davon? Habt ihr auch ähnliche Strandbilder gemacht? Wie ist das bei euch? Habt ihr auch so schöne Verläufe? Habt ihr auch geschnitten hinterher, weil hinterher doch zu viel Strand drauf war, zu viel Wind und Sand und Wellen? Schreibt's einfach mal hin. Wir sind gespannt. Wir sind gespannt. Wir sind nächste Woche wieder vor Ort. Mal gucken, was wir da für einen Schmankerl mitgebracht haben. Bis dann. Bis dann. Tschüss. Tschüsschen.